das ist immer schon so Winter, 11.11. ist der Faschingsbeginn. Und wo kann man den am besten feiern wie in Großhaus? Und natürlich darf ich den jetzt einmal bekannt geben. Und heute möchte ich natürlich zu diesem 30-jährigen Jubiläum natürlich einen Haufen begrüßen. Entschuldigt zwar nicht jeden persönlich begrüße, aber einige ganz besonders. Mein Freund, der Reisinger Hans, der war vor 30 Jahren auch da und ist 30 Mal gekommen, heute ist das 31. Mal auch mal gefällt. Hans, die darf ich persönlich nennen und dich darf ich dich recht herzlich begrüßen, weil wir sind in diesen 30 Jahren auch gute Freunde geworden. Hans, einen, der auch die 30 Jahre mit mir gegangen ist und auch manchmal Augen zugedruckt hat. Und das ist der Herr Pfarrer, der auf 30 Jahre mich begleitet hat, da im Gasthaus und natürlich in der Schule und überall. Danke, Herr Pfarrer, darf ich dich begrüßen, mit Dani. Dann habe ich heute alle drei Bürgermeister, die 30 Jahre auch mich begleitet haben, eigentlich immer positiv, war immer schön. Super, und ich darf von Anfang an mit Lorenz Günther einen schönen Gruß auch. Gell? Und Stockiger Fritz. Und ein schöner Fanz, alles Gute mit eurer Fahne, alles schönen Gruß. So, da sind jetzt so schnell meine Übersiegten natürlich. Gell? Dafür wurde die Gäste natürlich jetzt herzlich begrüßt. Begrüße auch. Eine große Abordnung der Brauerei Freistadt. Weil sie haben gesagt, ein Jahr haben sie schon für mich gearbeitet in den 30. Irgendwas ist weggetrunken worden, darf ich eh sagen, es ist schön. Und wir sind auch immer gut betreut worden. Sehr schön, und da möchte ich mich auch bedanken. Alle, die heute von derer Seite da sind. Bravo. Und natürlich allen Gästen und einen dafür, wenn es da weißt, auf Gott vorstehen, der ist zuständig, wenn es draußen kalt ist. Der hat nämlich Zeit zum Grundhof, der wunderlich an, den möchte ich auch jetzt was gerade sagen. Gell? Das ist ein Gott, und den Herrn Herr Robert, der Künstler. Wenn ihr euch anschaut auf den Bierplatz, das gibt es auch überall, da gibt es den Schneiderbahn und den Thomas. Und da möchte ich auch Danke sagen nochmal, weil die sind einfach gesund hergekommen. Und danke, gell? So, dann hoffe ich, dann natürlich, wo ich Danke sagen muss, 30 Jahre, schaut euch einmal die Regie an da vorne, an meine Buben, wo die da stehen und die Schneiderbauern ganz besonders. Das ist einmal auch, das ist auch Danke an alle, weil sonst war das gar nicht gegangen, gell? Da ist Jeffy Nabel, wo ist meine Prinzessin? Jeffy, wo bist du? Der Kuchen, wo du bist. Einer muss arbeiten. Da, ist auch so. Der hat übrigens jetzt Geburtstag gehabt auch, gell? 26er, vor 100 Jahren, das war ohne dem auch nicht gegangen, da muss ich auch sagen. Und dann möchte ich da die Mitarbeiter, den Uli haben heute Zeit gehabt. Danke, den Uli da mitarbeiten und in der Zeit mitgearbeitet haben. Auch super, dass die das Uli so gemacht haben. Und dann, wenn man zurückschaut, ein bisschen, dann haben wir es eigentlich finanziell geschafft. Das war ja auch nicht so einfach, ganz einmal. Dann haben wir es familiär geschafft und gesundheitlich auch. Ich stehe heute da wie ein 25-Jähriger, gell? Aber ich bin halt 25 vor 100, nicht mehr lang. Damals war ich 45, gell? So, jetzt möchte ich jetzt einmal dazu gesagt haben. Danke an alle und natürlich an unsere Gäste. Und ich wünsche euch jetzt, und auch jetzt, jetzt kommt es erst. Jetzt müssen wir auch natürlich anschauen. Weil ich habe mir heute Leute eingeladen und die werden uns heute auch ein bisschen beglücken und die werden sozusagen den Fasching jetzt offiziell beginnen. Darf ich vor allem Grüß Gott sagen, einladen heute? Es ist einmal eine Stunde sowieso, ist feiern für meine Ehrengäste sowieso. Und dann schauen wir, dass wir das vertun, was wir in 30 Jahren verdient haben. Jetzt habe ich am Sonntagabend schon gesagt,
haben wir das, was wir die Woche haben. Das ist auch hier da. Gewisse Großzügigkeit gehört dazu. Und ich darf euch jetzt unsere Trainer, ohne Trainer recht herzlich grüß Gott sagen. Die werden wir heute noch extra begrüßen. Okay? Bravo. Das werden wir uns jetzt offiziell begrüßen. Bravo.